Und damit herzlich zurück in Hill Valley bei der Expo. Und dann schauen wir mal nach, wie es jetzt weitergeht. Ich glaube, mit ihr hatten wir nichts mehr zu sagen. Ich heiße all jene willkommen, die diese geheiligten Hallen. Was gibt's Neues? Ideen, hier oben. Ja, das hatten wir, glaube ich, alles schon. Bis bald, Trixie. Komm mal wieder vorbei. Mal schauen, ob wir dort hinein dürfen. Hey, Entschuldigung. Ja? Wann öffnet die Expo? Erst heute Abend. Jeder, der hier nicht offiziell zu tun hat, verlässt bitte das Gelände. Hast du hier offiziell zu tun? Jawohl. Ja. Dann steh den Arbeitern nicht im Weg. Du kommst mir bekannt vor. Kennen wir uns? Hey, Arti. Kann jetzt nicht reden. Okay. Und Edna? Wieder da, Mr. Callahan? Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe nachgedacht. Das hatten wir. Ich weiß über Trixie Trotter Bescheid. Ja? Anscheinend wurde sie zu einer Art Expo-Königin gemacht. Techne, die Muse des Fortschritts. Das ist nicht wahr. Nun ja, Hill Valley sollte durch die Expo einen Ruf bekommen. Ich wusste nicht, dass es so gemeint war. Was haben Sie gegen Trixie? Es geht ums Prinzip. Wie kann unsere Stadt nur von so einer Frau repräsentiert werden? Das nehme ich nicht hin. Als verantwortungsvolle Bürgerin fordere ich, dass Sie diese Muse entlassen. Trixie? Was ist mit ihr? Sie ist wohl kaum für einen ehrenvollen Platz bei einem öffentlichen Ereignis geeignet. Hören Sie, Lady. Sie passt in das Kostüm. Sie ist Amerikanerin. Und sie hat es sogar geschafft, ihren Text zu lernen. Also, was wollen Sie mehr? Ja, eben. Oh, diese Leute sind unmöglich. Warum war sie schon immer so garstig? Sie wollen, dass man Trixie feuert? Man darf nicht zulassen, dass solche Frauen in der Gesellschaft zu Respektspersonen werden. Das ist ein schlechtes Zeichen für die Zukunft. Wirklich? Aber erzählen Sie das mal diesem armen Trottel. Sie hat ihm völlig den Kopf verdreht. Das ist ihre Taktik. Ach ja? Aber ich könnte für ihre Entlassung sorgen, wenn ich etwas gegen sie in der Hand hätte. Zweifellos hat so eine Frau viele Skandale zu verbergen. Ich würde sie aufdecken, wäre ich noch Reporterin. Aber ich habe keine Zeit. Ich bin mit Emmett und seiner Erfindung beschäftigt. Sie würden also nicht zögern, Trixie Trotter feuern zu lassen? Wenn ich etwas gegen sie in der Hand hätte. Offensichtlich hat sie ihren Arbeitgeber völlig durcheinander gebracht. Man müsste ihm schon etwas Schockierendes zeigen, um ihm die Augen zu öffnen. Ja, nee. Das ist alles, was ich wissen wollte. Gern geschehen. Ich finde die Russ nett. Also nicht die. Und ich nehme an, Sie sind... noch auf der Suche. Laufen wir mal zu dem Kollegen hier hinten. Keine Schlüssel. Ich muss woanders ein Gefährt finden. Ich wollte auch mit ihm hier reden. Hey, Kumpel. Na toll, der wieder. Witzig, das wollte ich auch gerade sagen. So. Solltest du nicht mit dem Rest von Kids Gang im Knast sein? War ich, aber dann ergab sich eine Gelegenheit und ich hab... gesungen wie ein Kanarienvogel. Ich nenne es einen bewundernswerten Sinn für Selbsterhaltung gezeigt. Jo. Spielst du später noch Klavier für Trixie? Nein. Warum nicht? Weil die kleine Sauberfrau heutzutage zu anständig ist, um sich mit Q-Ball abzugeben. Du scheinst sauer auf Trixie zu sein. Sauer? Trixie und ich kennen uns schon ewig. Ich weiß Sachen von ihr, die nicht mal Kid weiß. Sachen, bei denen es dir die Schuhe auszieht. Ach ja? Oh ja. Und wie sie jetzt hier herumstolziert und so tut, als ob sie was Besseres wäre, das, naja... das stinkt mir halt, weißt du? Seine Szene sehen so aus, als ob die... wisst ihr, die Sachen, die... wenn da Licht drauf scheint und das Licht dann ausmachst. Und es dann anfängt so grünlich zu leuchten. Diese Sterne, die du an die Decke kleben kannst.
So sehen seine Zähne aus. Also, was ist denn so peinlich an Trixies Vergangenheit? Klar, das werde ich dir erzählen. Ach, komm schon. Nein. Pass auf, dann erzähle ich dir erst was Peinliches über mich. Zum Beispiel? Meine Mutter hat sich sogar unter Alkoholeinfluss an mich rangemacht. Autsch! Okay, Kleiner, du hast gewonnen. Das war ziemlich peinlich. Fast so peinlich wie das hier. Und? Ist das Trixie? Yep. Hat nicht gerade viel an. Kein Scherz. Vor ein paar Jahren war sie auf einigen dieser künstlerischen Postkarten. Hab einen ganzen Stoß davon. Kann ich eine haben? Ich weiß nicht. Du hast damit doch nichts Schlechtes vor, oder? Ich verspreche, es ist für das Allgemeinwohl. Gut. Okay. Okay. Für das Allgemeinwohl in langer dunklen Kammer zu Hause, oder was? Was Neues von Kit gehört? Wir reden gerade nicht miteinander. Liegt wohl an unseren unterschiedlichen Inhaftierungsgraden. Jo. Was für ein Zeug musst du denn hier so schleppen? Kein Schimmer. Elektro dies, Robo das, Dynamo was auch immer. Ich verstehe nur Bahnhof. Ach, das ist nur so. Was für ein Zeug musst du... Okay. Kein Schimmer. Was ist denn mit deinen Zähnen? Meine Zähne? Ja, sie sind grün. Ich weiß nicht, wovon du da sprichst. Echt jetzt? Was ist mit deinen Zähnen los? Nichts. Gar nichts. Ich... Ach, Mist. Was ist los? Es sind diese... Dr. Fringles Eigenkuchen? Eine Kiste voll ist vom Laster gefallen, den ich entladen habe. Und ich kann nicht aufhören, sie zu essen. Konnte ja nicht ahnen, dass die meine Zähne grün färben. Na, bei Algen hätte es wohl klingeln sollen. Verpetz mich nicht bei Artie, okay? Ich brauche den Job, echt. Kein Ding, aber ich behalte die Kuchen wohl besser. Klar, Kumpel. Sehr schön. Locker bleiben. Du redest komisches Zeug. Jo. So, Trixie. Was gibt's Neues? Bis bald, Trixie. Komm mal wieder vorbei. So. Vertrag das auch ihr geben? Ich will nur sicher gehen. Sind Sie das auf der Postkarte? Ja, das war mein erstes Fotoshooting. Willst du ein Autogramm darauf? Schon okay. Mhm. Ich will sie aber jetzt nicht hier feuern lassen. Oder muss ich das machen? Vielleicht sollten Sie sich das mal ansehen. Warum in aller Welt sollte ich mir... Wow, was haben wir denn hier? Sir, Mr. McFly! Es scheint, Ihre Muse hat mehr inspiriert als nur den Fortschritt. Trixie? Oh nein, nein, nein. Was tun Sie mit einer schmuddeligen Postkarte? Was tut sie auf einer schmuddeligen Postkarte? Ich schwöre, Mr. McFly, wenn Sie das nicht überzeugt, dass Trixie Trotter ungeeignet ist, Hill Valley zu repräsentieren... Ich brauche keine Vorträge, wen ich einstellen kann und wen nicht, Miss Trickland. Trixie ist verdammt gut in dem, was sie tut. Ja, eben. Mir ist egal, ob sie früher das wilde Weib aus Winnipeg war. Ihre Vergangenheit interessiert mich. Trixie? Was ist denn, Artie? Ich will ja nicht neugierig sein, aber in welchem Staat bist du aufgewachsen? In der Provinz Manitoba. Warum? Nicht einmal Amerikanerin! Nun ja, Darling, die Satzung besagt ausdrücklich, dass die Hostess der Expo Amerikanerin sein muss. Wenn du wirklich Kanadierin bist... Werde ich gefeuert? Du feuerst mich? Ich will es nicht. Hier, da hast du's wieder. Nun, ich bin froh, dass endlich jemand auf die Vernunft hört. Wir müssen reden.
Nun gut. Das kriegen wir hin. Gibt Rex hier alles, was sie benötigt, um Edna eifersüchtig zu machen. Trixi? Ich mache es. Diese Schnepfe wird vor Eifersucht platzen. Sehr gut. Ich habe schon alles geplant. Wenn Emmett auftaucht... Wir tun es auf meine Weise. Was? Improvisation ist nicht meine Stärke. Und ich werde keinen Text lernen. Aber ich habe einmal in diesem Stück gespielt. Das Hausmädchen in Not. Ich könnte eine Szene daraus vorführen. Okay. Dafür brauche ich aber noch ein paar Requisiten. Warum überrascht mich das nicht? Einige Pelze. Einen großen Diamanten. Er muss auch nicht echt sein. Das macht es leichter. Und etwas von deinem Freund, diesem Emmett. Hat er ein Fotoalbum? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich. Bring es mir einfach. Pelze, ein Diamant und Emmets Fotoalbum. Und dann? Lehn dich zurück und sieh die Fellfetzen fliegen. Okay. Etwas, was wie ein Diamant aussieht. Das werden wir sicherlich finden. Da. Rathaus. Ich wünschte, das Rathaus sähe so aus wie 1981. Oben links. Netter Klunker. Aber ich komme nicht ran. Habe ich was dabei? Was ist das? List of Emmett's Strange. Perfekt untersuchen. Hab noch einiges zu tun. Okay. Ups. Hopplapp. Okay. Das Jahrhundert sieht rosig aus für unsere schöne Metropole. Springen Sie mit uns 50 Jahre in die Zukunft und sehen Sie das Hillbilly von 1981 an die frische Luft. Präsentiert von Herz Weisenthal, schöner Fantasie, als eine landwirtschaftliche Fortschritte, das wird es ein sein, unsere blühende Bevölkerung zu ernähren. Tatsächlich. Keine Lust zu warten, wenn er etwas neue Arbeit tut. Seine Funktion dieselbe wie immer. Tada, wo sind die Menschen? Ein künstlicher Regenguss besser als der Erde. Felder. Ein Tunnelnetzwerk, das eine Meile unter die Erde reicht, bietet den 10 Millionen Einwohnern des zukünftigen Hill Valley reichlich Platz zum Spielen, Arbeiten und um Kinder großzuziehen. Ach so. Das war ja nervig. So, Trixi. Den Diamanten. Prisma. Hi, Trixi. Oh. Hey, Kleiner. Sag mal, wäre es nicht am einfachsten, wenn ich zu dieser Strickland-Tante gehe und ihr eine verpasse? Ja. Naja, es wäre zwar unterhaltsam, aber deswegen würde sie sich nicht von Emmett trennen. Ach ja, richtig. Hast du alle Requisiten, die ich wollte? Die Pelze, den Diamanten und das Fotoalbum? Nicht alle, aber ich arbeite daran. Gut. Okay. Ich brenne darauf, dem feinen Fräulein eine Vorstellung zu geben. Hi, Trixie. Oh, hey, Kleiner. Sag, und ihr eine verpasse? Ach. Okay. Hast du alle Requisiten? Nicht alle, aber... Gut. So. Hey. So. Okay, hier geht's nicht weiter. Dann laufen wir hier lang. Okay, dann ist doch. Ich glaube, langsam habe ich einen Plan. Gut, verrat ihn mir. Nein, nicht. Immerhin geht es um meine Geschichte. Wenn ich den Plan kenne, verliere ich vielleicht meine Entschlossenheit. Irgendeine Ahnung, was ihr jüngeres Ich gerade tut? Wenn ich mich nicht irre, ist er in der Werkstatt. Arbeitet fieberhaft an seiner neuesten Erfindung und flucht, weil sie nicht funktioniert. Verdammt! Ja. Also, was tun wir wegen Edna? Es gibt nur eins, was wir tun können. Lügen. Mach aus mir einen schlechteren Fang, als ich es bin. Warum sollte sie mir glauben? Sie sagt, sie kennt sie in- und auswendig. Dann versuch es mit fiesen Tricks. Das hast du schon zuvor getan. Mittlerweile müsstest du gut darin sein. Ja, das bin ich wohl.
Es ist echt schwer, ein anderes Fahrzeug zu finden. Sind Sie sich sicher, dass ich nicht... Erst nach dem Test. Vielleicht gibt es sogar eine Regionalbahn... Im Jahr 1931? Ach ja, nun, ich bin mir sicher, du findest schon etwas. Gute Neuigkeiten. Trixie spielt wohl bei meinem Plan mit? Tu, was immer du tun musst. Aber bitte, verrate mir nur keine Einzelheiten. Okay. Dad hat mir nie von der Hill Valley Expo erzählt. Das war die Idee des Bürgermeisters. Er hatte die Vision, dass Hill Valley große Investoren aus der Technologiebranche anziehen würde. Jedoch fand die Sache nach 3 Jahren ihr Ende, als ausgestellte Grippeviren in den Imbissstand geraten sind. Oh. Ja, doof, ne? Okay, beenden. Gut. Nein. Hier muss es doch irgendwo ein Fahrzeugmobil geben. Die Tür geht nicht. Tür war. Der Zug. Der Zug als Skateboard benutzen, so. Meine Zukunft wäre nicht so schlampig konstruiert. Hi, Miss Strickland. Ich wollte nur... Zerstören Sie, was Sie wollen, Mr. Callahan. Das juckt mich nicht. Halten Sie sich nur von Emmets Stand fern. Apropos, ich sehe besser nach, was er macht. Ich werde für Sie nachsehen. Ich wollte sowieso gerade in die Richtung. Nein, wollten Sie nicht. Das Letzte, was er braucht, ist noch eine Ablenkung in letzter Minute. Okay. Aber... Na, kein Wort mehr. Ich habe den Rest des Tages schon durchgeplant. Miss Strickland! Entschuldigung, ich weiß nicht. Himmel, Sie haben Ihre Haare abrasiert. Aber Carl Sagan? Hätten Sie einen Augenblick für mich? Ich weiß nicht, ob es angemessen ist, sich mit einem mutmaßlichen Brandstifter sehen zu lassen. Ich denke, es ist vielleicht in Ihrem Interesse. Sehen Sie, ich weiß, wo wir... Lassen Sie uns irgendwo reden, wo wir ungestört sind. Sehr schön. Geh, ich beschäftige Sie, bis du zurückkommst. So. Straße. Warte, Emmett. Hoffe, du bist bereit für eine Trennung. Sehr schön. Emmett? Danke nochmal für Ihre Unterstützung, Detective Parker. Detective? Was zur Hölle macht Kit hier? Nichts Kriminelles. Ich habe nur eine Gedankenkarte von Mr. Tennant für unsere Expo angefertigt. Okay. Man würde Edna und mir nie erlauben, eine Live-Demonstration des mentalen Affinitätsmessers mit einem Gewalttäter vorzuführen. Aber so wird's auch gehen. Okay, was nun? Nach dem Eintopf sehen, die Karten sortieren. Oh, das hätte ich beinahe vergessen. Edna schwingt ganz schön die Peitsche, was? Nun ja, aber das tut sie nur zu meinem Besten. Ohne sie werde ich so leicht abgelenkt. Hat sie dich geschickt, um nach mir zu sehen? Ja, sie wollte selbst kommen, aber... Sie ist auch beschäftigt, ich weiß. Du bist zwar nur ein schwacher Ersatz für Ednas Liebreiz, aber fühl dich ganz wie zu Hause. Danke. Du musst mir nicht danken. Ohne dich wäre ich niemals so weit gekommen. Ich bin mit meiner absoluten Traumfrau zusammen und nur noch knapp 6 Stunden von meinem größten wissenschaftlichen Erfolg entfernt. Moment, 6 Stunden? Mein Gott, die Zeit läuft mir davon. Ja... Wenn ich Emmets Gedankenkarte nehme, sollte ich sie besser mit einer anderen austauschen. Genau. Das Gehirn eines degenerierten Kriminellen. Das ist Kit Tennants Gedankenkarte, eine Aufzeichnung von unserem Gehirnvermessungshelm. Dank dieser Karte erkennst du, dass er ein Verbrecher ist? Nein, aber wenn sie in den mentalen Affinitätsmesser geschoben wird... Verrückt. Nicht verrückt. Das ist Wissenschaft. Ja... Was ist das? Das sind Gedankenkarten von dutzenden Personen, die ich in den letzten Wochen getestet habe. Ich muss sie noch vor der Expo sortieren. Warum? Edna will alle Bewohner von Hill Valley mittels ihrer mentalen Affinität katalogisieren. Aha. Ist das nicht süß? Nicht wirklich. Nur für später, um die Angst zu knasten.
wie arbeitet dieses mentale Affinitätsdings? Hier, ich zeig es dir. Hey. Die Person trägt einen Gehirnvermessungshelm, der das Gehirn mithilfe der Leitfähigkeit der Haut und des elektrischen Widerstands auf der Oberfläche des Partiallappens untersucht. Ach so. Wenn ich den Gehirnvermessungshelm mit diesem Knopf anschalte, wird das Testobjekt verschiedenen visuellen Reizen ausgesetzt, die einige positive und negative Reaktionen auslösen, welche dann durch diese Lichter am Helm angezeigt werden. Hey, ist das... Wenn die Reaktionen aufgezeichnet wurden, werden sie an diese spezielle Schreibmaschine gesendet. Diese druckt eine Lochkarte, die eine Karte der Gedanken darstellt. Ich sehe nichts weiter als viele Löcher. Für dich mag es so aussehen, aber für unseren mentalen Affinitätsmesser hier ist dies der Weg zu deinem Unterbewusstsein. Pass auf, ich werde jetzt deine Gedankenkarte in den MAM schieben. Faulpelz? Dieses Ding nennt mich einen Nichtsnutz? Nein, deine physiologischen Reaktionen taten es. Ja, ne? So. Hey Emmett, was kochst du da? Das ist ein altes Brown-Familienrezept für Hasenpfeffer. Hasenpfeffer? Kanincheneintopf. Der Trick ist, den Kreuzkümmel erst eine Stunde nach den Karotten zuzugeben. Riech mal. Hast du je in deinem Leben etwas Besseres gerochen? Es ist kräftig, ja. Es köchelt jetzt erstmal so vor sich hin. Okay. Was ist das? Das ist das Plakat, das wir an unserem Stand auf der Expo anbringen. Der Wissenschaftler, der Kit Tennant schnappte? Eine kleine Übertreibung, aber Edna meint, das zieht Besucher an. Wie findest du das Bild? Scheint, als kämpfst du mit einer Verstopfung. So. Was? Edna meint, ich würde ernst aussehen. Ja, ernsthaft fokussiert auf... Schon verstanden. Ich muss ein besseres Bild finden. Und glücklicherweise stehen einige zur Auswahl. Ja. Schwer. Extrem. Meine Mutter hat aus der fotografischen Katalogisierung meines Lebens eine Obsession gemacht. Sehr schön. Haben wir auch das Fotoalbum. Kann es aufheben. Hey Emmett, ich habe eine Idee. Was? Warum bringe ich dein Fotoalbum nicht einfach zu Edna? Dann kann sie eins aussuchen. Großartige Idee. Sie hat einfach ein besseres Auge dafür. Ha, danke, Kumpel. Nicht der Rede wert. Jo. An deiner Stelle wäre ich sehr vorsichtig. Warum? Das Raketentreibstoffexperiment hat wohl einen Zahn aus der Handkurbel herausgebrochen. Wenn du sie mehr als 10 Sekunden drehst, dann... Au! Bekommt man einen Stromschlag. So. Habe ich dieses Bild, was hier drauf projiziert werden könnte? Ja, wirklich. Ups. Wo ist denn der Projektor? Was ist das? Das ist eine Kanne Motorenöl, Raketentreibstoffabfall und diverse chemische Reste meines aufgegebenen Raketenautos. Eklig. Ja, es ist in der Tat ziemlich eklig. Wärst du wohl so freundlich, es zu entsorgen, wenn du gehst? Jo. Sicher. Gut. Was macht die Bakterienkultur? Geht so, die Bakterien sind etwas außer Kontrolle geraten. Ich musste den Stickstoffschlauch mit einer Klemme verschließen, damit das Labor nicht vom Gestank überflutet wird. Okay. Jetzt nochmal. Hm?
Was macht diese Schreibmaschine nochmal? Während des Affinitätstests empfängt sie Daten vom Gehirnvermessungshelm und wandelt sie in Lochkarten um. So wie die von Mr. Tennant dort drüben. Klingt kompliziert. Eigentlich war es sehr leicht, alles zusammenzubauen, nachdem Edna mich auf die Idee gebracht hatte. Klingt für mich, als würdest du an härteren Problemen arbeiten. Was? Tut mir leid, ich muss weiterarbeiten. Okay. Wo ist der Beamer, der ist darauf projiziert? Ah, so muss das klingen. Er dreht sich da mit dem Mausknopf oder was? Nein, 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 nicht ausschalten! Das ist meine Lieblingsstelle. Okay. Nee. Ein Bild von Edna. Da Emmett scharf auf sie ist, soll sie wahrscheinlich eine positive Reaktion auslösen. Okay. Also, diese kleinen Karten kommen in die Maschine rein und die sagt dir dann, ob jemand gut oder böse ist? So ungefähr. Der Helm erledigt die ganze Arbeit. Der mentale Affinitätsmesser ist nur ein verbesserter Spielautomat. Und wozu das dann alles? Edna sagt, dass Menschen Blitzlichter und schnelle Urteile mögen. Ich kann da nicht widersprechen. Immer wenn ich Edna küsse, sehe ich Blitze und verliere mein Urteilsvermögen. Du machst Witze. Okay. Nicht anfassen! Na gut. Hey, Emmett, ich muss für eine Weile raus. Ich dachte, Edna hätte dich geschickt, damit ich nicht abgelenkt werde. Oh, du schaffst das schon. Jetzt ist das hier auch... Ah, ja, Pelze. Pelze gespendet von Lamonts Hermelin-Pelze. Wenigstens dienen sie einem guten Zweck. Genau. Sie stecken in der Teergrube fest. Die Zeiten in Hill Valley mögen schwer sein. Doch unsere Sorgen scheinen unbedeutend, wenn wir uns zurück ins Pleistozän versetzen. Erwartet sie nur Ärger, wenn sie vor die Tür gehen? Na, zum Glück ist es kein Tyrannosaurus, König der Urzeitechsen. Und wenn sie in Schulden versinken, tja, sie könnten auch in etwas viel Klebrigerem versinken. Zum Beispiel in den Teergruben von Hill Valley. Diesen Blick in die ferne Vergangenheit präsentierte ihnen Lamonts Hermelinpelze. Denn Pelz ist für die Ewigkeit. Vielleicht kann ich mit dieser ekelhaften Flüssigkeit das, ich will das nicht mit dreckigem Öl vollschmieren. Okay. Knopf drücken, um Hill Valleys urzeitliche Vergangenheit zu erleben. Na gut, wenn dieser Dinosaurier Tenenosaurus heißt, werde ich... Sie stecken in der Teergrube fest. Ja. Ach, hier fällt er jetzt. Hey, Artie! Hey, Mr. Sonderagent. Wie läuft die Geheimmission? Wenn alles genauso läuft wie geplant, sollte in Kürze alles erledigt sein. Wenn ich meine Rolle spielen soll, ich höre aufs Wort. Okay. Sie sind also bei der Expo für die Anmeldung zuständig? Und Chefbuchhalter und Zahlmeister. Sie bringen's zu was.
Das wäre alles nicht passiert, hätte ich nicht auf die Vorladung reagiert. Genau. Sie haben Grandma, ich meine Sylvia, noch nicht getroffen, oder? Meine Kontaktperson? Noch nicht. Ist er oder sie auf der Expo? Ich glaube nicht und ich bin mir ziemlich sicher, es ist eine sie. Mhm. Halten Sie nach Sylvia Ausschau. Was soll ich tun, wenn ich sie treffe? Lassen Sie einfach der Natur ihren Lauf. Genau. Warum mussten Sie Trixie feuern? Glauben Sie, das wollte ich? Es ist verboten, wissentlich eine Kanadierin zu engagieren. Ich will nicht wieder Probleme mit dem Gesetz. Okay. Ich schätze, für Tennant zu arbeiten fehlt Ihnen nicht. Nein, Sir. Ich weiß nicht, wie ich jemals an so einen brutalen, gefährlichen Gangster geraten bin. Und dann noch unbezahlte Überstunden. Mhm. Glauben Sie, die Hill Valley Expo wird ein Erfolg? Was spricht dagegen? Warum sollte Kalifornien nicht sein eigenes Technologiezentrum haben? Ja. Machen Sie nur so weiter, Grandpa. Großvater? Das ist unser Codename für Sie. Oh, ha, witzig. Gut. Die beiden hier? Hey, Doc. Ich meine, Mr. Sagan. Entschuldigen Sie mich kurz, Miss Strickland. Für den Moment habe ich Sie neutralisiert. Wie geht es bei dir mit dem Plan voran? Das Teil, das Sie an den DeLorean angeschlossen haben. Der chronometrische Analysator? Ja, worauf soll ich nochmal achten? Auf das Signal, dass die Prüfung der Zeitleitung vorbei ist. Die Analyse kann eine Weile dauern. Sag mir Bescheid, wenn die Leuchte grün wird. Dann starte ich den nächsten Testlauf. Okay. Wegen Edna. Keine Sorge, sie geht gerade nirgendwo hin. Es ist gut, aber... Worüber sprechen Sie beide überhaupt? Privatsache. Ich habe ihr versprochen, dass es unter uns bleibt. Erstmal. Mhm. Sie verdreht Ihnen nicht den Kopf, oder? Himmel, nein! Die Erinnerung daran, wie ihr älteres Ich mich in die Rekonditionierungskammer brachte, ist zu stark. Die jüngere Version ist allerdings wesentlich attraktiver. Ja. Zu einem anderen Thema. Hoffentlich einem erfreulicheren. Ups. Das ist wirklich ewig, ich will es gar nicht wissen. Gut. Sehen Sie die Autos der Zukunft. Wird präsentiert von Stadler DeSoto. Jo. Ne, hatten wir schon. Ich möchte den Pilz haben. Sie stecken in der Teergrube fest. Habe ich was hilfreiches bei mir? Naja, nee, nicht wirklich. Ups. Einmal drücke ich Escape, weil ich zurück will. So, mein Freund. Hey, Kumpel. Na toll, der wieder. Bist du immer noch sauer auf Trixie? Ja, aber noch mehr auf den, wegen dem sie gefeuert wurde. Bleib sauber, Cuba. Das versuche ich doch immer. Okay. Wie geht's, wie steht's, Emmett? Keine Zeit für Plaudereien. Ich muss Maschinen vorbereiten und Gedankenkarten sortieren. So, überzeuge etwa davon, dass Emmett kein Mr. Bohrer ist. Kann ich einfach die beiden da austauschen? I don't care what people think of me.
Hallo, ihr stinkenden kleinen Bakterien. Dann oben, das sind hier. Dann drücke ich mal den Knopf. Hey, können wir hier mit Frankenstein gucken? Tut mir leid, Harry. Ich brauche diesen Projektor, um positive und negative visuelle Reize für meine mentalen Affinitätstests abzubilden. Frankenstein sollte besser auf einer großen Leinwand angeschaut werden, oder? Okay. Emmett, hast du eine Sekunde? Klar, ich habe sogar mehrere. Wie wäre es, wenn wir ein paar Stunden Pause machen und uns einen Film ansehen? Ein paar Stunden? Eigentlich sind es wohl eher so 70 Minuten. Ich habe keine paar Stunden Zeit. Ich muss noch diese Gedankenkarten sortieren. Und die Verkabelung des MAM bereitet mir auch Sorgen und... Schon klar, du hast zu tun. Der Apparillo funktioniert doch. Sag mal, du und Edna... Ist das etwa was Ernstes? Nun, wir zwei lachen auch schon mal über einen Witz, aber insgesamt nehmen wir das Leben ernst. Wieso fragst du eigentlich, Marty? Nein, ich meine, wie ernst ist eure Beziehung? Oh, nun, als Wissenschaftler kann ich das nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber vorläufig nehme ich an, dass ich bis über beide Ohren verliebt bin. Wirklich? In Edna? Was soll ich sagen? Sie ist meine Muse. In den Wochen, seit wir uns treffen, hat sie mich auf so viele wunderbare Ideen gebracht. Und das hast du alles in 2 Monaten erfunden? Tja, wie ich schon sagte, da ist wirklich nicht viel Erfundenes dabei. Ich habe nur einen 5-Dollar-Potentiometer mit allen Schikanen ausgestattet. Aber... Versteh mich nicht falsch, es ist außergewöhnlich gut darin zu bestimmen, ob ein Subjekt etwas Erlebtes mag oder nicht. Aber die ganze Kategorisierung in Kriminelle und Musterbürger ist zu diesem Zeitpunkt eigentlich nichts als Blödsinn. Na gut. Du siehst beschäftigt aus. Wir können ja später reden. Ja, sicher. Gehen wir mal zurück zu Edna. Vielleicht gibt sie uns das Bild nochmal wieder. Könnte ich kurz mit Ihnen sprechen, Miss Strickland? Sicher. Entschuldigen Sie uns einen Moment. Es ist wie folgt. Okay, nee. Das ist alles, was ich wissen wollte. Gern geschehen. Danke für nichts, ne? Ah, wisst ihr was? Ich hatte hier rauf. Ja, das weiß ich doch. Achso. Das wissen wir doch. Aber warum soll ich ihn da fragen? Die haben doch gesehen. Ich bin zurück. Und ich bin beschäftigt, aber fühl dich wie zu Hause. Mhm. Emmett? Ja? Und das hast du alles in 2 Monaten erfunden? Tja, wie ich schon sagte, da ist wirklich nicht viel Erfundenes dabei. Ich habe nur einen 5-Dollar-Potentiometer mit allen... Okay. Aber... Versteh mich nicht falsch, es ist außergewöhnlich gut darin, ob das mag oder nicht. Aber die ganze Kategorisierung in Kriminell als Blödsinn. Das hatten wir ja schon. Bist du sicher, dass Edna die richtige Frau für dich ist? Was meinst du? Ist dir nicht ein kleines bisschen
Beherrschend? Beherrschend? Edna? Nein. Sie gibt mir nur die nötige Führung. Bevor ich sie traf, war ich ein totaler Wirrkopf. Ich ließ mich von jeder Idee, die mir in den Kopf kam, ablenken. Aber jetzt, dank Edna, kann ich mich auf die nötigen Aufgaben konzentrieren. Wie ein kurzwelliger Strom stimulierender Photonenstrahlung. Konzentration! Mhm. Ist dir nicht ein kleines bisschen kühl? Lass dich nicht von ihrem Äußeren täuschen, Junge. Edna hat genug Feuer, um einen Liter Wasser in Sekunden zum Kochen zu bringen. Wenn du verstehst, was ich meine. Das ist gar nicht nötig. Ich weiß nicht, ich denke nur, dass Edna ein bisschen gefährlich sein könnte. Das sehe ich auch so. Wirklich? Wie alle unabhängigen Frauen ist sie eine Gefahr für den patriarchalischen Status quo. Das liebe ich so an ihr. Sie bringt Dinge in Bewegung. Wenn du wüsstest. Ja. Ich denke nur, dass du vorsichtig sein solltest. Danke, aber mach dir um mich keine Sorgen. Sag mal, zeigst du diesen ganzen neuen Kram bei der Expo? Ja, das ist unser mentaler Affinitätsmesser. Mentaler Affinitätsmesser? Ich dachte, du arbeitest an irgendeinem Raketenauto. Das Raketenantriebssystem war nicht zu realisieren, wie er der Vorfall mit Einstein zeigte. Ach ja, was ist eigentlich mit Einstein? Ich wünschte, ich wüsste es. Bevor Edna und ich uns näher kamen, hatte ich an einer alternativen Antriebsmethode gebastelt. Unsere Gespräche über die Möglichkeit, moderne Technologien bei gesellschaftlichem Fehlverhalten einzusetzen, hat meine Forschungen in eine völlig neue Richtung gelenkt. Was ist ein mentaler Affinitätsmesser? Das weißt du nicht. Das ist die größte Erfindung seit der Egreniermaschine. Und was macht er? Er liest und wertet die geheimsten Wünsche des menschlichen Geistes aus. Ja. Warum willst du die Gedanken der Leute lesen? Nun, stell dir mal vor, Erkrankungen des Gehirns per Knopfdruck zu diagnostizieren oder herauszufinden, ob ein Zeuge im Gerichtssaal die Wahrheit sagt, indem man ihn an ein kleines Gerät anschließt. Das kann deine Maschine? Noch nicht. Im Augenblick ist es nur ein verbessertes Potentiometer. Aber mit den Jahren der Forschung und einer Menge Investoren wird der MAM in der Lage sein, unzählige Psychosen und Neurosen zu erkennen. Alkoholismus, Höhenangst, Ödipuskomplexe. Und? Ja, und damit ist das alles heilbar. Natürlich. Egal. Hast du eine Gedankenkarte von dir angefertigt? Natürlich, sie selbst. Edna hat recht. Du bist wirklich ein Musterbürger. Zumindest, wenn man meiner Erfindung glaubt. Unter uns gesagt, dieses ganze Unternehmen ist meiner Meinung nach Hokuspokus. Keine echte, ernsthafte Wissenschaft. Kannst du mir nochmal sagen, wie dieser mentale Affinitätsmesser funktioniert? Natürlich. Pass auf. Die Testperson setzt den Gehirnvermessungshelm auf, den ich mit diesem Knopf aktiviere. Kapiert. Die Person wird visuellen Reizen ausgesetzt, die negative und positive Reaktionen hervorrufen, die dann von einem Gedankenkartendrucker aufgezeichnet werden. Richtig. Vollständige Gedankenkarten werden in den mentalen Affinitätsmesser eingegeben und somit der geistige Zustand der Person beurteilt. Okay, jetzt habe ich's. Okay. Wie läuft es denn mit dir und deinem Vater? Mich wundert, dass er dein Labor noch nicht abgerissen hat. Er ist immer noch sauer und droht, mich aus seinem Testament zu streichen. Doch ich hoffe, das gemeinnützige Potenzial meines mentalen Affinitätsmessers überzeugt ihn. Okay. Geh wieder an die Arbeit. Wir sprechen uns später. Danke. Wenn ich Emmets Gedankenkarte nehme, sollte ich sie besser mit einer anderen austauschen. Tennants Gedankenkarte, wenn das Emmets Karte wäre, würde Edna nicht mehr denken, dass er ein Musterbürger ist. Ja, eben. Ich würde Tennants Karte ja mit Emmets austauschen, aber sein Name steht drauf. Ich muss eine neue Gedankenkarte für Emmett erstellen. Jo. Das Ding liest also Emmets Gedankenkarten. Jo. Entschuldigung, darf ich? Natürlich! Ah,
das muss Mr. Needlemans Karte sein. Die kommt in den Stapel zu den anderen Rowdies. Mhm. Sieht aus, als gäbe es eine Menge Rowdies. Bis jetzt etwa 90% von Hill Valley. Das ist leicht verstörend. Ja. Laut Emmet druckt dieses Ding Gedankenkarten. Okay, den machen wir aber nicht nochmal an. Emmet nutzt diesen Projektor, um positive und negative Reaktionen durch visuelle Reize auszulösen. Hm, ich frage mich, ob nicht visuelle Reize auch funktionieren. Ja. Au! So. Dann machen wir nochmal Gestank. Ist die Klemme wieder abgefallen? Ja. Mach sie wieder fest. Ich weiß ja auch nicht, wieso ich diesen Bakterientank noch hier habe. Mhm. Jedes Mal, wenn die Klemme abgefallen ist, brauche ich noch ein paar Minuten, um den ekligen Gestank wieder wegzubekommen. Okay. Nochmal hier. Au! Nichts passiert. Der Knopf wechselt während des Gedankentests zwischen den Dias. Er funktioniert nur, wenn der Test gerade läuft. Nee, nicht das. Nee, auch nicht. Na, wo ist denn das Richtige? Nein. Dann machen wir nochmal hier Gestank. So. Nee. Nee, darf ich wieder alle Bilder durchschalten oder was? Das Bild von dieser anderen Frau brauche ich. Nein. Ich glaube, das nächste war's. Laut meiner Theorie. Thank you.
brauche ich Strom. Au! Nö, nochmal. Au! So, gestunken. Nochmal Strom. Oder das Foto. Trixie. Edna schätzt sie nicht gerade, also ist sie bestimmt eine negative Figur. Jo. Au! Nochmal Gestank prüfen. Naja, hier stinkt es auch so schon genug. Okay, geht nicht mehr weg. Nochmal hier. Au! Au! Emmets Erfindung weist ihn also als Musterbürger aus? Das wird... Das werden wir ja noch sehen. Anzug. Hey Emmett, ich hab... Wow. Ups. Was zur Hölle? Oh nein, das tut mir leid. Dein Anzug ist ruiniert. Edna wird stinksauer sein. Falsch! Was? Als Edna mir diesen Anzug gab, war mir sofort klar, dass die Wahrscheinlichkeit, ihn sauber zu halten, gegen Null tendierte. Also habe ich das hier angerührt. Huch, was war das? Ein chemisches Mittel, das jeglichen Schmutz von allen Oberflächen entfernt. Emmett, du wirst Millionen verdienen. Nicht allzu schnell, fürchte ich. Aufgrund einer inhärenten Instabilität in der molekularen Zusammensetzung zerfallen die chemischen Bestandteile des Reinigers nach 12 Stunden in eine Reihe stoffzerfetzender Enzyme, was den kommerziellen Nutzen einschränkt. Moment, heißt das, dass sich dein Anzug in 12 Stunden auflösen wird? Gott nein, das Mittel löst sich nach der Anwendung in Luft auf. Doch wenn man diesen Reiniger noch 11 Stunden und 53 Minuten altern ließe, würde er diesen Anzug schneller zerfressen als 1000 hungrige Motten. Und das wäre eine Katastrophe von unvorstellbaren Ausmaßen. Warum? Weil dieser Anzug Ednas Großvater gehörte, der ihn bei seiner Hochzeit trug. Der Arme wurde nur wenige Jahre später erschossen. Emmett? Genug der Tagträume. Zurück an die Arbeit. Ich muss die Flüssigkeit mitnehmen. Und die dem anderen doch geben. Der Reiniger wirkt nicht sonderlich tragbar. Nein, aber die ist tragbar. Eine Parfümflasche? Ja, nein, klar, es ist eine Parfümflasche. Aber da drin ist eine konzentrierte Dosis meines Allzweckreinigers. Dieses Spray sollte für die nächsten 12 Stunden halten, bevor seine chemischen Bestandteile in eine Reihe stoffzerfetzender Enzyme zerfallen. Clever. Sehr schön. Was zur Hölle ist das? Was? Sorry, ich dachte, ich hätte eine Tarantel gesehen. Dann schnell weg hier. Und zum Doc. Was? Ich habe nur über die Zukunft nachgedacht. Das Gerät über Ednas Großvater hat mich etwas erkennen lassen. Bitte lass es etwas mit Blitzen zu tun haben. Das Leben kann kurz sein, manchmal gnadenlos kurz. Also, warum soll man sein Glück nicht genießen, solange es noch geht? Ich weiß nicht, ob mir das gefallen soll. Ich habe es eigentlich für den Valentinstag geplant. Aber warum warten? Ich weiß, was ich will. Emmett, nein. Ich werde Edna einen Heiratsantrag machen. Jetzt gleich. Nein. Oh, richtig. Ich werde bis heute Nacht bei der Expo warten. Da ist es dann auch viel romantischer. Denk dir nur, morgen um diese Zeit werden Edna und ich verlobt sein. Und wir werden von der Wissenschaft gefeiert werden. Das verdanke ich nur dir. Gern geschehen. Ja, warte. Jetzt aber raus hier. So. Doc wollte, dass ich ihm sage, wenn das Lämpchen an dem Diagnosedings grün wird. Nein, noch kein grünes Licht. Okay. Ich
Ich sehe keine Flecken an ihm. Na gut. Nein, noch kein grünes Licht. Schade, schade. Ich muss mit Ihnen reden. Verzeihung, meine Liebe. Ja? Das Teil, das Sie an den DeLorean angeschlossen haben. Der chronometrische Analysator? Ja, die Leuchte ist noch rot. Die Analyse kann eine Weile dauern. Sag mir Bescheid, wenn die Leuchte grün wird. Dann starte ich den nächsten Testlauf. Ja. Das habe ich aus Emmetze, Ihrem Labor. Eine Anti-Kleb- und Anti-Fleckenformel. Ich erinnere mich. Ich hatte große Hoffnungen für das Mittel, bis ich merkte, dass es nach 12 Stunden zu stoffzersetzenden Enzymen zerfällt. Das sagte auch Ihr jüngeres Ich. Das habe ich aus Emmetze, Ihrem Labor. Eine Anti-Kleb- und Anti-Fleckenformel. Ich erinnere mich. Ich hatte große Hoffnungen für das Mittel. Das sagte auch Ihr jüngeres Ich. Genau. Ich glaube, langsam habe ich einen Plan. Gut, verrat ihn mir. Nein, nicht. Immerhin geht es um meine Geschichte. Wenn ich den Plan kenne, verliere ich vielleicht meine Entschlossenheit. Na gut. Die Sprühflasche vielleicht hier mit? Gut, dass ich das vor dem Ablauf von Emmets 12-Stunden-Frist gemacht habe. Sonst hätte der Reiniger den Pelz aufgelöst. Jo. Dann wollen wir mal die Pelze ablegen, nicht wahr? Jetzt habe ich alles. Hi, Trixie. Oh, hey, Kleiner. Sag mal, wäre es nicht am einfachsten, wenn ich zu dieser Strickland-Tante gehe und ihr eine verpasse? Naja, es wäre zwar unterhaltsam, aber deswegen würde sie sich nicht von Emmett trennen. Ach ja, richtig. Hast du alle Requisiten, die ich wollte? Die Pelze? Den Diamanten und das Fotoalbum? Nicht alle, aber ich arbeite daran. Doch. Gut, ich brenne darauf, dem feinen Fräulein eine Vorstellung zu geben. Pelz, Fotoalbum und das Ding. Voila! Hallo, ziemlich schick für einen falschen Klunker. Gib her! Mach so weiter und ich finde noch echt Gefallen an dir. Find lieber falschen Gefallen an Emmett. Ich arbeite dran. Was ist mit den Pelzen und dem Fotoalbum? Ich bringe sie Ihnen. Sehr schön. Hey Trixie, sind diese Pelze gut genug? Naja, sind etwas schäbig, aber sie genügen. Jetzt bring mir das Fotoalbum und wir sind im Geschäft. Okay, das kriegen wir hin. Ich habe Emmets Fotoalbum mitgebracht. Mal sehen. Wow! Sieht gar nicht so schlecht aus für einen Eierkopf. Denken Sie daran, Sie sollen ihn nicht wirklich verführen. Ich vergreife mich nicht an Kindern, Kleiner. Haben Sie denn jetzt auch alles für Ihren großen Auftritt? Alles außer deinem Freund. Emmett Brown, rote Haare, etwa so groß. Er wird mit Edna Strickland zusammen sein. Aber nicht mehr lange. Klasse. Sehr schön. Sie sehen ein gewöhnliches Hausmädchen vor sich. Doch unter dieser Schürze schlägt das Herz einer. Oh, hi, Kleiner. Sicher, dass Sie alles Nötige für Ihren großen Auftritt haben? Alles außer deinem Freund. Emmett Brown, rote Haare, etwa so groß. Aber nicht mehr lange. Dann würde ich sagen, wie es hier weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.